Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Weg zur Top 1000 in Mechabellum. Den aktuellen Stand seht ihr jetzt hier, wir sind bei 1749. Bin ein bisschen aufgestiegen in den Aufnahmen und habe noch ein paar Spiele privat gemacht. Also wie ihr seht, die letzten paar Spiele sind eigentlich sehr gut verlaufen, nur einmal verloren in 5 Spielen. Und jetzt gucken wir mal, was der Tag so mit sich bringt. Ich hab Bock auf Sledgehammer Spam. Das hat ganz gut geklappt. Und was nehmen wir denn? Sabertooth ist natürlich geil. Hier hätten wir halt direkt Sledgehammer und Marksman. Jede Runde 50 mehr. Ich glaube, bei den Sledgehammern könnte HP ganz cool sein, ne? Wenn die dann auf einmal so einen Sniper-Schuss überleben oder so. Ja, da sind sie nämlich. 1600 Schaden. Ja, keine Ahnung, ob das was bringt. Wir werden sehen. Was holen wir uns denn dazu? Die Mustangs kacken gegen die Sledgehammer schon ab. Wir haben Crawler. Ich könnte vielleicht ein paar Scharfschützen noch holen, aber er hat auch Scharfschützen. Weiß ich nicht, ob das so toll ist. Ich probier mal aus, die wieder so zu platzieren. Habe ich früher immer so gemacht. Okay. Ich könnte auch einfach noch... Ja, aber nee. Ist auch blöd. Noch mehr Sledgehammer direkt. Ich... Ja, hol einfach noch Fangs. Wir sichern direkt den Kleinkram. Ich mach das jetzt mal so. Mal schauen. Bisschen weiter vorne. Dass sie überhaupt relevant werden schon am Anfang. Er hat auch Fangs geholt. Interessant. Gut, dass ich keine Sniper geholt habe. Jetzt wäre natürlich irgendwie AOE-Damage gut. Die hier machen ein bisschen. Aber nicht genug. Für so viel kleinen Kram. Wir könnten vielleicht ein paar Arclights holen. Für die Mustangs hätte ich aber eigentlich ganz gern schon was mit ein bisschen mehr Durchschlagkraft. Ah, wir kriegen hier den Turm. Sehr schön. Erste Runde geht an uns. Okay, Haste Module. Oh. Stormcaller mit größerer Reichweite hat er. Wird er bestimmt nehmen. Oder Mustangs könnte er sich auch holen. Er hat ja schon welche. Brauche ich das Geschwindigkeitsding? Komm, ich nehme die 50 mit. Mal schauen. Soll ich einfach Arclights holen? Komm, ich hole einfach mehr Sledgehammer. So, haben wir mehr Durchschlagskraft. Ich könnte sie natürlich auch außen platzieren. Ach, nee, komm, ich mache das jetzt mal so. Und die 50 haben wir jetzt halt noch übrig, ne? Speichere ich mir die auf für die nächste Runde. Was hat er denn? Er bekommt einen Typhoon in Runde 3.
Okay. Wir können ja hier schon mal. Ich glaube, ich hole noch Scharfschützen irgendwann. Sonst hängt er uns mit den Scharfschützen ab. Wobei aktuell brauche ich es halt noch nicht, ne? Ich habe keinen großen Single-Target-Ziele. Die 5, aber die sind ja jetzt nicht so. Also mit denen werden die Sledgehammer halt easy fertig, ne? Ich möchte es versuchen, die auch bald aufzuleveln. Den kann ich schon aufleveln. Aber konnte ich eben noch nicht, oder habe ich es übersehen? Naja, wir scheinen die Runde auch zu gewinnen. Sehr gut. Seine 2 Arclights waren nicht genug. Aber jetzt hat er Typhoons. Und die sind natürlich gut gegen den kleinen Kram. Sabertooth würde die natürlich gut wegballern. Vulcan lächelt mich gerade auch an. Mit dem Vulcan würden wir halt auf jeden Fall den kleinen Kram wegmachen. Aber den kann ich mir auch so kaufen. Sabertooth. Der ist direkt Stufe 3. So, jetzt müsste man halt wissen, wo der ungefähr auftaucht mit seinen, na, mit seinen Typhoons. Ich mache jetzt mal 3 Stück. Den stärksten mache ich hier in die Mitte. Die sind ein bisschen schneller, deshalb setze ich die weiter nach hinten. Hier hole ich noch ein Upgrade. Und alle sollen stärker werden. Also mehr Angriff. Und ich kann noch für kostenlos die Arclight freischalten. So. Okay, das ist sehr schlecht. Da hätte ich eigentlich mit rechnen müssen. Ich habe absolut keine Luftabwehr. Er wird jetzt die Runde gewinnen. Mutterschiff hat er natürlich. Also sind potenziell Sniper nicht so gut gegen die Overlords. Zumindest kann er sie mit einem Upgrade relativ schlecht machen. Sniper-Mustangs-Kombination könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt halt die Frage. Ja, wir hauen natürlich alles weg, außer die Overlords. Der Rest konnte uns nichts. War keine Gefahr für uns. Melting Point. Phoenix. Phoenix wäre vielleicht ganz gut, ne? Er hat nicht so viel Anti-Air. Die Mustangs und Typhoon. Ja. Boah, Scorpion wäre halt schon gut, aber. Nee, komm. Wird geskippt. Was mache ich jetzt für eine Luftabwehr? Er hat die Typhoons wirklich da in der Mitte. Okay. Das ist sehr merkwürdig. Ich könnte auch meine eigenen Overlords einfach holen. Oder Geist. Nee. Ich hole jetzt Phönixe. Die haben mehr. Ja, also dadurch, dass es 2 sind, haben die halt eine deutlich höhere Feuerrate als jetzt die Scharfschützen. So, ich platziere die mal hier so. So. Und dann können wir noch die hier upgraden für 50.
Hoffen wir mal, dass das reicht. Wahrscheinlich nicht. Für die Overlords. Und er kommt hier hinten mit dem Hinterhalt. Er hat sich die Fähigkeit geholt, den zu beschwören. Ding ist halt 200 gekostet und es bringt ihm nur ein, zwei Runden was. Na? Die Phönixe machen die Overlords schon gut weg. Sind halt nur in der Gefahr gegen die Sniper. Wenn er sich jetzt hier die Luftspezialisierung holt, hauen die Sniper die halt gut weg. Deshalb würde ich noch ein paar Wespen vorne dran setzen, denke ich. Okay, die Runde haben wir wieder an uns gerissen. Laser. Laser wäre gut. Machen wir hier drauf. Upgrade. Reichweite auf jeden Fall. Dann wollte ich Wespen haben. So. Nee, ich will die weiter. Die sollen auch die Mitte gut abdecken. So, hier. Wer kriegt denn ein Upgrade? Wer ist denn mal so nett? Hier, okay. 180, 160. Er kann die jetzt... Ja, er kann die Reichweite größer machen auf den Snipern, aber hat er gar nicht gemacht. Okay. Mustangs hat er jetzt geholt. Und die Typhoons, die machen natürlich die Wespen gut weg. Da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Die sind jetzt... Ja. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen was vorne dran machen zum Tanken. Aber die bleiben schön weit hinten, vor allem mit dem Reichweiten-Upgrade. Ein Overlord ist schon down. Und ich brauche mehr störenden Kleinkram. Eindeutig. Aber auch die Runde holen wir uns. Aber es ist nie so ganz eindeutig, ne? Also man muss schon aufpassen. Ja, Vulcan. Vulcan oder Fortress? Oder Sandworm? Einmal alles genannt. Also der Kleinkram hat uns am Ende sehr gestört, habe ich gemerkt. Deshalb finde ich die Vulcans eigentlich ganz gut. Der Schild vom Fortress könnte aber auch sehr stark sein. Ne, komm, ich hole den Vulcan. Zwei Stück. Einer rechts, da hatten wir mehr reingekackt. Mach ich mal hier. Hier so. Und hier. Bei denen könnte ich eigentlich die Reichweite erhöhen. Ich will aber auf jeden Fall noch Kleinkram vorne dran. Wie mache ich das? Ich mache... ich hole mir auch Mustangs. So, noch ein paar. Ich mache jetzt erstmal hier hinten welche. Die sollen spät eintreffen. Ich will den hier noch upgraden. Und die hier... Ja, die Sledgehammer würde ich auch gerne upgraden. Oh, okay, er hat die Fortress geholt. Mit Anti-Air. Ja, das wäre natürlich auch gut. Ja, und ich habe vergessen, was vorne dran zu setzen. Deshalb machen die Scharfschützen die sofort weg. Ja, die Runde war nix. Die verlieren wir.
Genau, noch ein paar Fangs vorne dran setzen. Dann sieht es schon mal deutlich besser aus. Oh, das tut weh. Aua. Ich würde das hier mal nehmen. Keine Ahnung, ob das uns noch was bringt. So, zweimal Fangs. Schön weit vorne. Dann... hole ich noch Melting Points oder Sniper. Ein Melting Point. So. Mehr Geld will ich auf jeden Fall. Der soll hier hin. Die sollen Reichweite bekommen, dass sie weiter hinten bleiben. MacRage und Stufe 3. Oh, den hätte ich auch noch gerne auf Stufe 5. War der hier ein Fehler vielleicht? Na, wir brauchen ja schon irgendwas Neues, damit sich was verändert. Reichweite wäre hier halt noch gut gewesen. Der Stufe 3 Overlord ist halt extrem, ne? Ja, vielleicht wären Scharfschützen doch besser gewesen als die Phönixe. Oder wir machen eine Kombination. Wenn wir überhaupt noch überleben. Sieht aber besser aus als letzte Runde. Er hat jetzt wahrscheinlich auch bald noch den Overlord, die Fähigkeit, die dann hinten kommt. Aber ich glaube, die Runde machen wir nicht mehr. Und wenn doch, dann brauchen wir auch noch mehr Kleinkram, der spät kommt im Nachgang. Oh ja, wir überstehen es tatsächlich. Sehr schön. Okay. Nuke. Muss ich nehmen eigentlich, ne? Weil er wird es wahrscheinlich auch nehmen. So, ich hoffe, das klappt so. Okay. Melting Point, Melting Point. Wir brauchen mehr Geld. Und Fangs. Und nochmal Fangs. Dass sie ganz spät auch kommen. So. Okay. Die kriegen ein Upgrade. Der kriegt ein Upgrade. Der kriegt ein Upgrade. Und die hier. Ja, es wäre vielleicht noch... ich hätte gern mehr Geld gehabt, aber... geht halt nicht. Oh, Schild. Schild wäre gut gewesen. Hab ich jetzt auch nicht dran gedacht. Mal gucken, wer mehr kaputt macht mit der Nuke. Ich müsste eigentlich seine Einheiten mehr reinziehen, aber oh, er hat ein Schild, er denkt dran. Ich hab kurz gedacht am Anfang, oh, wir sollten ein Schild holen wegen der Nuke. Dann habe ich es aber komplett ausgeblendet. Meine Nuke trifft genau aufs Schild. Und seine trifft genau den Melting Point, die Sledgehammer. Den Sabertooth fast gekillt. Und das war dann die letzte Runde, ne?
Außer es geschieht ein Wunder. Sieht nicht so aus. Die Melting Points sind down. Der ganze Kleinkram hat es halt auch gefehlt. Der Schild hat am Ende den Unterschied gemacht. Naja, trotzdem ein schönes Spiel. Schauen wir mal, was es fürs MMR bedeutet. Ja, minus 11 kann man verkraften. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Ciao.